Da hinten eiert noch einer rum. Ich würde sagen, wir versuchen, den mal zu töten. Wir müssen ja nicht so furchtbar freundlich sein. Oh, da kommen noch viel, viel mehr. Ich finde dich schon noch. Stell dich nicht so an. Aufwachen! Oh, da hat wieder jemand eine Leiche gefunden. Ich finde dich schon noch. Sehr schön, das klappt doch. Oh, oh. Oh, verdammt, ich glaube, wir wurden von der Straße aus gesehen. Das heißt, ich trete mal kurz den Rückzug an. Ups, wo sind wir denn jetzt? Ja, wir sind ein bisschen abgestürzt. Aber wir dürften wenigstens unsere Verfolger abgeschüttelt haben. Ja, falls die überhaupt hier reinfindet, diese KI. Ich speichere das mal. Und nehme mal einen Mana-Trank. Ich vermute, irgendwo gibt es ja auch Wasserhähne, an denen wir lutschen können. Wir könnten übrigens wieder schleichen. Das wäre wohl angebrachter. So. und direkt wieder runterfallen. Daut muss mal die Böden renovieren lassen. So. Okay, das ist immer noch der Oberaufseher. Der scheint noch die Ruhe wegzuhaben. Ich bin ja gerade in Versuchung, hier die Bretter rauszuhauen. Ich speichere mal kurz. Okay, das scheint überhaupt nicht zu gehen. Na schön, ein Versuch war es wert. Dann müssen wir eben wieder hier hoch. Okay, hier ist aber niemand reingekommen. Nee. Oh, ich sehe da noch ein Buch. Sokolovs Genie, das haben wir bestimmt schon mal im Hauptspiel durchgenommen. Ach, was soll's. Diese halbe Seite, falls es noch jemand lesen möchte. Habe ich vielleicht hier noch irgendwas übersehen? Gesundheitselixier und Kugeln, was wir nicht brauchen. Und ansonsten... Nee, scheinbar nicht. Okay, dann können wir uns mal da rauswagen. Da müssten zwar noch irgendwo welche rumeiern, wie sie auch schon überall ihre Banner aufgehängt haben. Wie lange sind die hier? 5 Minuten? So. Ah, da hinten kommt einer angeschlichen. Da. Kommt der hier hoch? Ich höre ihn rumtapsen, aber ich sehe ihn nicht. Vor allem sollten wir aufpassen, dass wir nicht wieder von unten gesehen werden. Ach, der wurde auch gleich wieder gesehen, oder was? Moment. Ach, da oben. Da dackelt noch jemand rum. Okay, sehe ich gerade nicht. Ich wage mich mal hier raus. Huch. Rauf hier. Ach, da. Von da oben hat scheinbar doch irgendjemand was gemerkt. Na gut, ich glaube nicht, dass die hier runterfinden. So, hier gibt es jedenfalls Betäubungsbolzen. Schön. Aufstehen, sofort. Da unten wurde, glaube ich, wieder einer entdeckt. Aber hier gibt es Wasser. So. Meine Hände langweilen
So, seine Hände langweilen sich. Na, so ein Ferkel. Um dich wollen wir uns mal kümmern. Der Feigling ist... Hier ist der Feigling. So. Dich schmeiße ich mal hier hin. Denn ich höre ja schon wieder welche. Oh, 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 oh. Da ist ein alter Orgelmann. Ich glaube, wir wurden gesehen. Ich höre allerdings nicht das typische Verfolgungsgeräusch. Das heißt, wir wurden vielleicht nur eine Sekunde lang gesehen. Hier ist aber auch was los. Okay, die scheinen da unten rum zu tigern. Da könnten sie von mir aus auch bleiben. Hier ist eine Rune. Ein bisschen was zu futtern. Oh, 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 oh. Hey, aufwachen! Hörst du mich? So viel dazu. Ich verschwinde. Ich finde dich schon. So, ist jetzt bald mal Ruhe. Oh, da kommt der Nächste. Dabei wollte ich mir doch mal hier alles anschauen. Was haben wir hier? Der Jedermannsorden. Das haben wir uns wahrscheinlich auch schon mal im Hauptspiel angeschaut. Der Feigling ist geflohen. Wo ist der denn schon wieder? Ach, der schreit da unten rum. Ja, das kann er von mir aus tun. Granaten brauchen wir nicht. Das brauchen wir auch nicht. Das vierte Gebot. Ich bin sicher, das kennen wir auch schon. Aufseherangriffspläne. Ach ja, die haben sich hier ihre komischen Kriegspläne zurecht. Zeigt eine koordinierte Säuberung des überschwemmten Bezirks. Aber die Aufseher haben sich nicht an den Plan gehalten. Jemand muss ihnen was gesteckt haben. Ja, dass irgendein Aufseher zu früh angegriffen haben soll, das haben wir auch im Hauptspiel mit Corvo erfahren. Das erste Gebot. Die sieben Gebote. Ach ja, wie praktisch. All in one. Braucht man nicht einzelne Bücher. Okay, hier gibt's doch bestimmt oben auch noch irgendwas. War hier nicht mal offen. Also ein bisschen hat sich das Gebiet schon verändert. Oder ich täusche mich gerade enorm. Hier oben scheint es jedenfalls im Moment sicher zu sein. Da haben wir ja gut gewütet. Ein Betäubungsbolzen. Gepökelter Hexenfisch, da verzichte ich. Ach, da unten ist noch so ein Gefangener. Wird er wieder gut bewacht? Das sind drei, oder? Ja, und vor allem der da, der nervt. Der mit der Spieluhr, dem müssen wir irgendwie von hinten habhaft werden. So, schauen wir doch mal, damit uns auch niemand in den Rücken fällt. Ich glaube, den Weg sind wir auch mit Corvo gegangen. Ja, ich glaube, hier sind wir reingeschlichen. Haben wir noch so viele Betäubungsbolzen? Ich speichere das mal kurz. Wir könnten die beiden da mit Würgestaub ablenken und dem da einen Bolzen in den Rücken jagen, falls das klappt. Also einmal so, dann halt Betäubungsbolzen. So, den hätten wir. Einmal daneben. Na schön.
Geht's hier irgendwo rein? Nee. So, ich hoffe, da kommt jetzt nicht gleich direkt die nächste Truppe an. Aber es scheint gerade sicher zu sein. Befreien wir den da. Ich erwarte Ihr Signal. Die sehen ein wenig anders aus, als wir es gewohnt sind, oder? Die tragen so graue Kutten. Üblicherweise trugen die doch schwarz. Billy trägt rot, genau wie Daut. So, ihr dürft mal hier in den Müllcontainer. Da werdet ihr auch nicht von den Ratten anknabbert. Okay, dann haben wir noch zwei zu befreien. Ich glaube, als wir mit Corvo hier durchgeschlichen waren, stand das alles unter Wasser. Ja, ich glaube schon. Einmal Bolzen und Bericht zum Pumpsystem. Bucheintrag. Stehendes Wasser, nicht mehr als knöcheltief. Etwas muss den Abfluss blockieren. Der Abfluss wurde gesäubert und das stehende Wasser ist kein Problem mehr. Achtung, das Pumpsystem ist für größere Wassermengen möglicherweise ungeeignet. Hüfthohes Wasser, erneute Abflussprobleme. Die Buchhalter werden zur Arbeit schwimmen müssen, wenn nicht bald etwas am Pumpsystem getan wird. Bucheintrag. Mein letzter Tag in Rutshore. Morgen trete ich eine neue Stelle an. Ich habe erneut meine Bedenken zum Pumpsystem geäußert. Mein Nachfolger sollte als erste Amtshandlung den Ventildruck und die mechanische Integrität des Systems untersuchen. Hat er höchstwahrscheinlich nicht getan, denn wir wissen ja, warum der überschwemmte Bezirk der überschwemmte Bezirk heißt. Okay, dann sind wir hier durch. Ich glaube, auf dem Boden müssten noch ein paar Aufseher rumrennen. Und nicht nur Aufseher, wie es ausschaut. Okay, dann möchte ich doch lieber nach oben, bevor uns die Ratten unsere Füße abfressen. Na, komm, da kommst du doch hoch. Sag ich doch. So, dann schauen wir doch mal. Da liegt ein Knochenartefakt. Und da hinten laufen noch jede Menge Aufseher rum. Es gibt übrigens ein Achievement, wenn man von da oben einen Falkenangriff auf einen Aufseher ausführt. Aber ich fürchte, dazu sind mehrere Anläufe nötig und das möchte ich euch jetzt nicht gerade antun, um das zu demonstrieren. Da hinten schleicht immer noch einer rum. Oh, wir haben nur noch zwei Betäubungsbolzen. Ich sollte wahrscheinlich ein bisschen Zurückhaltung üben damit. Also lieber ein bisschen töten und von Hand würgen. Haben unsere toten Assassinen-Jungs hier ein bisschen was? Nee. Vielleicht schnappen wir uns den da. Der glotzt gerade so blöd darunter. So. Oh, oh. Das war ja klar, dass genau dann... der kommt zum Glück nicht hier rauf. Dann kommen wir eben zu ihm. So, sehr schön. Du darfst dahin. Und den legen wir auch ein bisschen abseits. Den da unten, den könnten wir uns eigentlich auch direkt schnappen. So. Oh, da hinten streifen noch ein paar mehr rum.
So, du darfst dahin und schlummern. Ich glaube, hier hatten wir mal mit Corvo eine Rune gefunden oder ein Knochenartefakt. Wenn man gemein ist, könnte man ja sagen, das hier ist ein bisschen Level Recycling. So. Wir wollen das ja nicht so eng sehen. Das heißt, ich hole mir mal das Knochenartefakt da. Vielleicht ist es ja was Brauchbares. Und ich könnte... Ach, das ist da oben mit dem Wasserhahn. Und dann lassen wir das doch mal. So. Der hat nichts für uns. Schneller Pirscher. Kommt mir bekannt vor. Mit weggesteckten Waffen erhöht sich deine Geschwindigkeit. Nee, das, was in mir so bekannt vorkam, war das mit den gezogenen Waffen. Aber ich glaube, das haben wir schon ausgerüstet. Nee, da wir unsere Waffen eh meist gezogen haben, ist das ein bisschen sinnlos. Okay, dann bleibt uns eigentlich nur noch die Befreiung der Jungs und der Großaufseher da oben. Ah, da ist schon wieder so ein Spieluhr-Heini. Den möchte ich eigentlich direkt mal aus dem Spiel nehmen. So, jetzt müssen wir mit dem zurechtkommen, was wir haben. Und das wird wahrscheinlich nicht so toll. Das Lager da drin, das haben wir geplündert. Ja, das war nichts mehr, was wir brauchen konnten. Vielleicht haben wir noch Glück und finden irgendwo noch so ein paar Betäubungsbolzen oder was ähnliches. Was ist da unten? Ach, eine Pistole. Ja, die brauchen wir nicht. Hier, da ist auch noch irgendwas. Würgestaub. Ja, der hilft uns zumindest kurzfristig. Ich weiß leider nicht, ob wir die Gegner noch von hinten schnappen und erwürgen können, wenn sie schon am Abhusten sind wegen dem Würgestaub. Ach, schaut mal, das war, glaube ich, das Zimmer, das ich vorhin vermisst habe. Ja, da sind wir auch mal durchgekommen. Was haben wir denn hier? Der Bezirk der Anwesen. Das kommt mir auch irgendwie bekannt vor. Betäubungsbolzen, sehr schön. Und ein Mana-Elixier, wenn ich da rankomme. Herrenloses Tagebuch. Ich habe mich hier einigermaßen eingerichtet. Zum Glück ist Rakshor wie leergefegt. Hier oben bin ich vor gelegentlichen Plünderern und der Überflutung während eines starken Regengusses geschützt. Ich würde gerne in mein Büro im Handelsgebäude zurückkehren, um dort in meinen alten Büchern zu forschen, aber dazu fehlt mir bislang der Mut. Früher oder später habe ich keine Fleischkonserven mehr. Dann bleibt mir keine andere Wahl. Wer braucht Mut, wenn er verzweifelt ist? Ja, das ist der Mut der Verzweifelten, der sprichwörtliche.